Markus. Ja, hallo an die Freunde draußen an den Fernsehgeräten und auch hier drin. Markus Feld, mein Name. Jegliche Info, jegliche Interaktion, auch digital, alles findet auf dem Miro-Board statt. Deswegen würde ich euch tatsächlich empfehlen, da mal drauf zu surfen. Ihr könnt alle bearbeiten. Ich teile das hier jetzt mal. So, jetzt solltet ihr mein Miro-Board sehen und ich nehme euch da auch mit durch. Ich möchte euch in 2 Minuten kurz erklären, was steckt hinter diesem Begriff überhaupt, radikal arbeiten. Dann ganz kurz, wie hat sich das Ganze entwickelt, brief in einer Nutshell und dann geht es auch schon ins Thema mit diesen 7 Spielregeln. So, ich bringe euch alle mal zu mir. So, okay. Worum geht es beim Thema radikal arbeiten? Also, radikal arbeiten soll eigentlich die wichtigen Dinge wieder ins Leben zurückbringen, in die Arbeit zurückbringen. Das bedeutet Fokus, es bedeutet sinnvolle Arbeit, es bedeutet flexibles Arbeiten. Es bedeutet auch einen Work-Life-Ausgleich, Motivation, Engagement und Zusammenarbeit. Es ist bis jetzt ein menschenorientierter Ansatz. Ich hoffe, ich mir heute ein bisschen die Erweiterung der KI. Für Menschen und Teams, um auf den Punkt zu kommen und sich auf die wichtigen Dinge in der Arbeit zu konzentrieren, ohne jetzt den Gesamtzweck aus den Augen zu verlieren. Ganz wichtig, viele stoßen sich an den Begriff radikal. Ganz wichtig, radikal arbeiten will nichts zerstören, will nichts umhauen, sondern es geht im Gegenteil darum, von Radix, lateinisch die Wurzel, auf den Punkt zu kommen, auf die Grundlage zu kommen in der Arbeit. Und ich habe das jetzt auch ein bisschen plakativer formuliert. Im Grunde geht es darum, mehr Wirksamkeit und Freude und weniger Bullshit und Demotivation. Also so kann man es auf eine ganz plakative, kurze Formel bringen. So, dann, wie ist das Ganze entstanden? 2023 im Oktober gab es das Gründungstreffen hier in Nürnberg. Da war zum Beispiel der Winnie Ebner auch mit dabei. Dann hat sich das Ganze über monatliche virtuelle Treffen ausgebreitet. Es gab ein virtuelles Barcamp. Und jetzt erst ganz kürzlich im Mai habe ich die 7 Spielregeln formuliert. Und ich habe diesen radikal arbeitenden Team-Canvas entwickelt, der auch als Formulierungshilfe dann auch unten drunter ist für heute. Kommenden Freitag und Samstag gibt es tatsächlich dazu ein Summercamp, wo sich 20, 25 Leute treffen, um den ganzen Gedanken nochmal zu entwickeln. Also alles ist im Entstehen. Das, was hier nebendran ist mit Orga, das übergehe ich alles, das können sich irgendwie, kann man sich mal durchklicken. Wichtig ist für uns heute die 7 Spielregeln, denn dazu möchte ich gerne euren Input. So, Regel Nummer 1: Mach das, was funktioniert und lass alles andere weg. Habe ich mir von Bruce Lee geklaut, das war auch sein Motto. Radikal arbeiten, Leute zum Wesentlichen der Arbeit zurückzukehren. Das beinhaltet auch, sich Veränderungen anzupassen und, falls nötig, alte Sichtweisen über Bord zu werfen. Also mach das, was funktioniert, lass alles andere weg. Regel Nummer 2: Produziere und akzeptiere keine sinnlosen Tätigkeiten. Radikal arbeiten konzentriert sich auf echte Arbeit und vermeidet überflüssiges oder sinnloses Beiwerk. Dafür prüfen wir nicht nur andere, sondern auch uns selbst immer wieder. Regel Nummer 3: Bleibe offen und neugierig, probiere neue Dinge aus. Radikal arbeiten kultiviert einen offenen Geist. Lernen, und das finde ich sehr cool, ne? Lernen wird nicht als Belastung und Demotivation betrachtet, sondern kann Leben und Beruf spürbar bereichern. Regel Nummer 4: Achte auf deine Gesundheit und deine Familie. Radikal arbeiten ist sich bewusst, dass Arbeit und Beruf bei Bedarf der privaten Situation unterordnen muss. Letztlich geht es im Leben um gelingende Beziehungen, um Freude und Würde. Regel Nummer 5: Entdecke, was dich motiviert und begeistert. Radikal arbeiten gelingt dann am besten, wenn Menschen ihre unterschiedlichen Talente finden und einsetzen. Finde heraus, was du wirklich willst und was du dieser Welt zu geben hast. Regel Nummer 6:
Stehe für deine Überzeugungen ein, kultiviere deine Konfliktfähigkeit. Radikal arbeiten lebt vom freien Gedankenaustausch. Dafür sprechen wir auf ehrliche Weise miteinander, ohne das Bedürfnis, Recht zu haben oder uns Vorteile zu verschaffen. Und letzte Regel, Regel Nummer 7, sei hilfsbereit und zeige Respekt. Radikal arbeiten gelingt in der gemeinsamen Arbeit an verbindenden Ideen, Themen und Projekten. Deine Worte und Taten berücksichtigen, dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Das sind die 7 Regeln oder Spielregeln oder Prinzipien des radikalen Arbeitens. Und ich würde euch jetzt gerne vielleicht eine Minute Gelegenheit geben, auf diesen Canvas hier zu gucken. Denn bei diesem Canvas sind diese 7 Regeln hier wie ein U drumherum formuliert. Also ihr seht hier Fokus, Sinnhaftigkeit, Flexibilität auf der linken Seite, Work-Life und so weiter. Und für jeden dieser Bereiche gibt es 2 Impulsfragen. Und diese Impulsfragen mache ich im Moment so, dass ich die mit Menschen beantworte. Also ich frage so ein Team, ja, wie können wir denn ineffektive Aufgaben und Prozesse reduzieren oder entfernen? Und anstelle dieser Frage, und das ist die Aufgabe für heute, könnte man ja mal fragen, wie kann denn KI ineffektive Aufgaben und Prozesse reduzieren? Oder wie kann KI sinnlose Tätigkeiten konsequent reduzieren? Also ich habe jetzt viel gebabbelt und es ist auch relativ druckbetankungsmäßig, das ist mir klar. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass ihr kurz euch mal 2 Minuten nehmt, um über diese 7 Spielregeln überhaupt nochmal rüber zu gucken und über diesen Canvas. Und dass wir dann praktisch, wenn ihr euch einen ersten Eindruck verschafft habt, dass wir dann versuchen, diese Frage zu beantworten, wie kann denn KI radikal arbeiten unterstützen? Das kann man übrigens eben nicht erkennen. Und da unten gibt es noch eine. Markus, wie gehst du damit um, wenn eine dieser Regeln quasi gegen Regeln in der Organisation verstößt? Also wenn die Organisation von dir verlangt, bestimmte Formulare auszufüllen, bestimmte Tools zu nutzen, bestimmte Dinge zu tun, die aber als sinnlos gekennzeichnet sind oder erlebt werden? Also dieses Schnittstellenproblem hast du ja auch in anderen Kontexten. Also du hast zum Beispiel agile Teams und nebendran das Team ist klassisch und dann blockiert das Ganze. Ich versuche erstens dann mit dem Team einen Vorschlag zu erarbeiten, den man dem anderen Team oder der Organisation machen kann. Und ich versuche das dann auf zweite Möglichkeit auf die nächsthöhere Ebene zu bringen, um zusammen dann meinetwegen auf den Prozess drauf zu schauen und zu fragen, weil du kannst es der Organisation ja nicht drauf zwingen, du kannst ein Denkangebot machen, ein Verhandlungsangebot. Also ich reinschreiben, oder? Ja, klar. Also wenn ihr Gedanken habt oder dafür habe ich die gelben Zettel rein, ihr dürft gerne schon schreiben. Ich war nur darauf gefasst, dass ihr alles noch verarbeiten müsst, weil das ist ja ein bisschen neu und es ist viel. Ich wusste aber nicht, wie ich reduzieren kann in der Kürze der Zeit. Darf ich vielleicht auch noch kurz eine Verständnisfrage stellen? Oder ist es jetzt noch nicht der Zeit? Ja. Nee. Was verstehst du unter echter Arbeit im Verhältnis zu unechter Arbeit? Echte Arbeit ist Arbeit, die für jemand anderes einen Nutzen erzeugt. Also der Nutzen kann sein, den Kollegen bringt es weiter oder das, was ich mache, bringt den Kunden weiter. Oder gibt es dieses schöne Wort Wertbeitrag. Also das, was ich mache, hat irgendeine Wirksamkeit, die dann zum Beispiel in der Organisation einen Gesamtzweck unterstützt oder den Teamzweck unterstützt. Da dürfte ich jetzt nicht wahr sein. Also nicht, weiß ich. Da dürfte ich jetzt nicht da sein, weil da
das, was ich jetzt heute oder gestern auch hier gemacht habe, es dient noch niemanden anderen außer mir. In der Zukunft vielleicht auch jemand anderen. Und das nenne ich den Möglichkeitsraum. Ja? Also die Organisation weiß zwar jetzt, was sie braucht, aber sie sollte so klug sein, zu wissen, was sie morgen brauchen könnte. Klingt jetzt ein bisschen spitz, aber du gehst jetzt nicht auf den Trödelmarkt und kaufst dir irgendwas, sondern das ist ja praktisch dein Möglichkeitsraum, wo du sagst, das, was ich gestern und heute hier nehme, könnte ja morgen oder übermorgen sinnvoll sein. Du hast gerade gesagt, die Organisation sollte wissen, was sie morgen braucht. Ich glaube, das weiß niemand, weil dann könnte auch die Lottozahlen sagen. Aber der nächste Satz, den du benutzt hast, trifft es, glaube ich, besser. Ich muss auch Dinge ausprobieren, rechts und links gehen, um dann von 9 Versuchen oder 10 Versuchen vielleicht festzustellen, Versuch Nummer 3 ist interessant und Nummer 4 ist nicht interessant und Nummer 7 könnte interessant werden, wenn ich da weitergehe. Aber da ist ja die Grundlage, die Offenheit, es zu tun. Und auch mal, da sind wir wieder bei dem Thema Fehlerkultur. Ich muss irgendwo hinlaufen, muss was lernen und feststellen, oh, hilft mir nicht. Aber dann habe ich was gelernt, weil ich dann weiß, okay, ich gehe hier nicht weiter. So ein bisschen wie die Ameisen auch ihre Wege finden. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass die Formulierung, müsste man nochmal drüber nachdenken, wie man das ein bisschen anders formuliert. Nicht zu sagen, es wäre hilfreich, die Organisation sollte wissen, was sie morgen braucht. Das geht nicht, also meiner Meinung nach. Das muss man anders formulieren. Ich glaube, deinen Gedanken kenne ich, aber die Formulierung ist ein bisschen ungünstig, finde ich. Vorsicht, ich formuliere um. Warte mal, jetzt hört man mich da nicht. Ganz kurze Ergänzung dazu, ja. Anstatt zu sagen, keine sinnlosen Tätigkeiten, sinnhafte Tätigkeiten sind das Ziel. Und was eine sinnhafte Tätigkeit ist, jetzt was Harald sagte, ist einmal persönlich eine Sichtweise, letztlich aber eine Organisationssichtweise. Und genau das ist der Punkt, weil ich kriege auch manchmal so das Feedback, ja, aber was für mich sinnvoll ist, das ist vielleicht für den anderen irgendwie der größte Bullshit, ja, was machen wir denn da? Aber genau diese Diskussion soll sowas provozieren, ja, damit wir uns überlegen, was ist denn für uns jetzt wirklich sinnvoll als Team oder als Organisation oder als Abteilung? Manche zum Beispiel, ich greife das rauf, weil es kommt durchaus auch manchmal, diese Regel Nummer 1, mach das, was funktioniert und lass alles andere weg, ist ja vielleicht so im Widerspruch zwischen bleibe offen und neugierig und probiere was Neues aus. Ja, was soll ich machen? Soll ich mich jetzt auf das verlassen, was ich kenne und kann, oder soll ich was Neues ausprobieren? Und ich glaube, dass Menschen und Teams so schlau sind, zu wissen, wann Regel Nummer 1 dran ist und wann Regel Nummer 3. Also das ist nicht so, dass diese 7 Regeln jetzt super komplett widerspruchsfrei sind, sondern es gibt immer Zielkonflikte, aber da rechne ich mit der Diskussionsfreudigkeit und dem gesunden Menschenverstand der Leute, dass die damit umgehen können. Habt ihr die Regeln priorisiert? Also meine Idee dahinter ist, wenn Regel 1 nicht angeraten ist, sage ich jetzt mal, im Sinne von immer das Gleiche und weiter voran, dann geht zur zweiten Regel über oder zur dritten. Aber nicht wahllos, sondern auch das zu priorisieren. Also so eine Regel. Wenn ich Kriterien habe zur Auswahl, dann priorisiere ich die und arbeite sozusagen in dem Fall die 7 Kriterien ab. Ja, also wenn ihr auf diesen Canvas guckt, da ist ja praktisch, wenn ihr auf die linke Seite schaut, oben, da steht ja Fokus und dann steht Sinnhaftigkeit und Flexibilität und dann geht es unten weiter mit Work-Life und dann Motivation, Engagement. Das Ganze ist wie so ein U. Ich persönlich habe, wenn ich mit Teams arbeite, immer diesen U-Ablauf im Kopf. Ja. Aber da stelle ich sogar noch diese beiden Felder in der Mitte, diesen Team Purpose, stelle ich sogar noch ganz nach vorne, weil ich sage, wozu gibt es euch eigentlich? Also was ist euer Zweck, was ist euer Ziel? Und dann fängt man an mit dem Fokus und dann Sinnhaftigkeit und so weiter. Und am Schluss kommen diese sogenannten KPIs ins Spiel. Ich mag den Begriff selbst nicht, aber ich arbeite in einem Umfeld, da kommen die entscheidenden Leute, kommen immer mit Zahlen, Daten, Fakten. Und ich finde auch gut, wenn man mit sowas arbeitet, dass man sagt, woran sehen wir denn die Veränderung? Also haben wir wirklich 20% aller Meetings reduziert zum Beispiel. Also es muss ja auch
unternehmerisches Denken beinhalten. Also ich kann das ja nicht losgelöst von organisationalen oder unternehmerischen Belangen durchführen. Also genau, du bist ja immer im Kontext. Da immer zusammendenken. Also, ja, genau. Und das sind, wie gesagt, alles so Dinge, die möchte ich immer als Inspiration verstanden wissen. Also ob ich das jetzt Regeln nenne oder Prinzipien oder was auch immer. Aber es soll die Gedanken geschärft werden, worauf sollten wir uns konzentrieren? Was ist für uns sinnvolle Arbeit? Auch jetzt gerade vielleicht in dieser ganzen Diskussion, holen wir die Leute wieder ins Büro, lassen wir die daheim. Was ist denn Work-Life? Wie kriegen wir das denn hier ins Gleichgewicht, dass wir produktiv sind, dass es uns gut geht, aber dass wir gleichzeitig sagen, ich kriege auch mein Privatleben da irgendwie. Dass selbst diese Frage hat nicht nur mit Work-Life-Balance zu tun, das ist eine persönliche Ebene. Es hat auch unternehmerische Vorzüge. Also bei uns ist es so, dass es eindeutig nicht gewünscht ist, dass alle Menschen wieder zurück ins Büro kommen, weil wir dann die Räumlichkeiten, die wir sozusagen freigegeben haben, die wir vorher angemietet haben, wieder neu anmieten müssen. Das ist eine Kostenfrage. Also deswegen finde ich das gut, dass du das in einen Kontext stellst und Menschen dazu angeregt werden, über ihren Tellerrand hinauszudenken. Also viele Kolleginnen und Kollegen von mir können nicht unternehmerisch denken, weil sie Experten auf ihrem Gebiet sind und sie das nie brauchten. Also von daher finde ich das gut, dass auch mal eine allgemeine Sichtweise auf so ein Thema gebracht wird. Und ich zeige das aber auch Führungskräften und Vorständen. Also weil es bringt ja nichts, wenn du mit sowas in einem Team arbeitest und dann kommt so die nächste Ebene oder die und die checkt es gar nicht. Ne? Genau, aber immer unter der Voraussetzung, ich mache ein Denkangebot. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Organisation die Arbeit unter einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten, als ihr das jetzt vielleicht gewohnt seid, sage ich immer. So. Ich habe jetzt die Simple dummerweise nicht kopiert, deswegen weiß ich nicht, ob meine Frage jetzt vielleicht genau da abgedeckt ist. Und zwar, wenn ich mir jetzt die Nummer 1 angucke, mach das, was funktioniert und lass alles andere weg. Wenn ich jetzt die Frage stelle, ich bin jetzt mein Experte und arbeite so vor mich hin, dann bin ich ja in meiner Expertenblase. Ist in einer der Regeln abgedeckt, zu hinterfragen, bin ich mir sicher, wer ist denn mein Kunde und was will der und was braucht der, was ist sein Wert, um dann zu sagen, okay, was ist denn die Arbeit, die ich mache und die ich nicht nur Arbeit mache, um das zu erreichen? Ist das irgendwo abgedeckt? Also meiner Meinung nach kommt es in der Regel 2. Was ist sinnvoll? Ja? Also nicht nur der Fokus, was kann ich als Experte, ja? Sondern was braucht der Kontext? Also da werden die Leute eingeladen, auch mal vom anderen Ende her zu denken und ist ganz platt, der letzte Ende, der Kunde zahlt, der Kunde zahlt unsere Rechnung, ne? Und der steht ja am Ende der Kette. Genau. Und ich bin total geil in der Java-Programmierung oder keine Ahnung, aber passt es in meinen Kontext rein? Ist das sinnvoll im Sinne von dem Projekt, was wir zum Beispiel gerade bearbeiten? Mhm. Total banales Beispiel. Mhm. Könntet ihr den Kasten bitte den Würfel übergeben? Also zunächst mal finde ich die Verdichtung schon gelungen, weil es ist natürlich überhaupt mal so komplexe Zusammenhänge so zu verdichten auf, das waren jetzt 7 Regeln, oder? Ist eigentlich schon mal super. Ich bin auch nicht abgeschreckt von radikal, ich bin radikaler Konstruktivist, also ich weiß schon, dass grundlegend eigentlich ganz gut ist. Jetzt hast du aber schon erwähnt auch, es gibt so einen privilegierten Kontext, das ist der Kunde, ja, das war ja deine Frage, wo ist denn da der Kunde? Es gibt ja einige, also zum Beispiel die Pflegin des Organisationskonzepts sagt ja ganz klar, du musst Kontakt zum Kunden haben. Würde mich interessieren, ob quasi das so ein privilegierter Kontext auch ist. Und um ganz grundlegend zu werden, sehe ich natürlich eine gewisse Herausforderung bei dem Thema, es geht nicht um Recht zu haben. Es geht nicht darum, sich Vorteile zu verschaffen. Da ist man natürlich in der Marktwirtschaft und im Kapitalismus schon in einem Spannungsfeld. Wird dir das mal rückgemeldet? So radikal.
Also du brauchst ja gar nicht durchzählen. Also, Kunde und gegenüber vom also das mit dem Privilegiert, das verstehe ich noch nicht ganz. Dass man sagt, damit, also, nein. Man stellt den Kunden sozusagen, den stellt man ja heraus als besonderen Stakeholder, weil der halt sagt, der bezahlt uns ja letztlich. Deswegen ist sozusagen ist dann der Kunde auch im Mittelpunkt modernerer Organisationskonzepte. Ne? Ja. Also nicht nur sinnvoll, okay. Sinnvoll kann für Stakeholder ABC sinnvoll sein, aber Kunde bezahlt uns ja. Ja. Also es gab im Januar bei Springer im Wissenschaftsverlag einen ganz tollen Artikel, einen Zusammenfassungsartikel über humanistische Unternehmensführung. Und zwar, to make a long story short, humanistische Unternehmensführung sagt nicht nur, was will der Kunde, sondern auch, what's in for the employee, what's in for the organization, what's in for the community. Eigentlich ein ganz alter Ansatz. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Detaildiskussionen führe und sage, wir müssen uns jetzt überlegen, was der Kunde will, ja, würde ich da durchaus von dieser privilegierten Zielgruppe sprechen. Aber ich wirke immer darauf hin, bei einer Organisation zu sagen, schaut euch diese vier Fragen an. Diese vier Fragen müssen im Gleichgewicht sein. What's in for the employee, customer, company und community. Das ist als ganz kurze Antwort auf die erste Frage. Die zweite Frage, du hast ja bei jeder Art von Philosophie, und ich betrachte das hier als Philosophie, auch diese sieben Prinzipien oder Regeln, als Ideal, die man vielleicht nie erreicht, aber die sich doch lohnen anzustreben. Also von daher, ich würde auch nicht sagen, dass ich grundsätzlich Profit machen ausschließt mit menschlicher Arbeitsweise. Also grundsätzlich sehe ich da zwischen der Verwendung des Modells in einem kapitalistischen Kontext, um mal super grundsätzlich zu werden, sehe ich da jetzt spontan gesagt jetzt wenig Widersprüche. Ich würde sagen, dass viele dieser Widersprüche auch verschwinden, auch wenn man nochmal diese langfristig-kurzfristig-Balance eben reinbringt. Das war ja eingangs die Frage, das mache ich jetzt ja eigentlich nur für mich, was bringt es der Firma und morgen. Also nicht alle Konflikte verschwinden, aber viele verschwinden eben dann, wenn ich sage, Moment mal, auf welcher Zeitskala argumentierst du denn gerade? Mhm. Nichtsdestotrotz, humanistische Unternehmensführung klingt ja fast schon wie, wenn man schnell spricht, wie kommunistische Unternehmensführung. Nee, aber das hat damit gar nichts. Nee, alles klar. Ich glaube, wir kommen gar nicht zum KI-Kontext irgendwie. Ich habe noch gar nicht auf den Canvas geguckt, wer da alles was eingefüllt hat. Aber so diskutieren ist auch schön. Ja, kannst du reinzoomen und dann sprechen wir über die Post-it-Sieglas. Okay. Also, dann zoomen wir mal. Fokus. Ist das groß genug? Also. Drei Ebenen. Also. Ich lese es nicht alles vor, das sehen ja alle. Macht's aber einfach. Ja, also gut. Fokus, Zettel 1, drei Ebenen ansehen. Also was bringt es mir, was bringt es meinem Team, was bringt es der Organisation? Genau, ja, eventuell kurz- und langfristig. Mhm. Zweitens, den Fokus ganzheitlich ansehen. Nicht nur, wie bekomme ich schnellstmöglich effizient, was ich brauche, sondern wie hilft es der oder dem Nächsten dem Prozess? Dritter Zettel, Möglichkeiten des Austauschs über die praktischen Erfahrungen mit der KI sammeln. Fehler und Erfolge teilen. Und der vierte Zettel, KI übernimmt Aufgaben, die mir Zeit rauben, mich auf die echte Arbeit zu fokussieren. Ja, genau. Also das resoniert jetzt am stärksten mit mir, ganz persönlich. Ach ja, den Würfel.
Ich habe jetzt zum zweiten, also die ersten zwei sind, jetzt steht jetzt nicht KI dabei, aber ich habe versucht, die da reinzubringen, was der KI-Anteil davon sein kann. Mhm. Also wenn du dir einen Prozess vorstellst, also ich habe in unserer Firma, ich weiß nicht, wie oft Prozessmappings machen müssen, dürfen, können. Und die werden in der Regel werden die top-down gemacht. Das heißt, also wenn du dir jetzt so einen Lebensprozesszyklus anschaust, Produktlebenszyklus von Bestellung bis Verkauf, dann sind da viele verschiedene Schritte zu tun. Und da sind viele Menschen beschäftigt, die einzelne Dinge delegiert, simplifiziert, verteilt und so weiter. Was nie funktioniert hat, ist diese Top-Down-Funktion, weil das ist immer ein idealisierter Prozessablauf. So, was ich einmal gemacht habe, ich habe es von unten gemacht, ich habe im Endeffekt mich zu jeder einzelnen Person in diesem Prozess hingesetzt und habe gesagt, was kommt rein, was verarbeitest du, was kommt raus, wie lange dauert es, was brauchst du dafür? Und habe quasi das mühsame Handarbeit, lauter kleine Wissensschnitzel sozusagen, dann irgendwann nebeneinander gelegt und am Schluss gesagt, okay, das, was da rauskommt, muss ja irgendwo anders reingehen. Und überall da, wo waren, war klar, das kann man gleich skippen, weil mit dem, was da rauskommt, macht niemand mehr was. Und das sind ziemlich viele. Und das ist aber eine mühsame Aufgabe. Und wenn du das eigentlich von der Idee her aber über KI machen lässt, ja, dass quasi jeder rein, wahrscheinlich nicht mal reinschreibt, sondern wenn man es darf, welche Dokumente kommen rein, welche Informationen, was tut er, was geht raus und das dann über KI quasi als eine Prozessmap automatisiert erstellen lässt, dann könntest du eigentlich ein Rating abgeben, wie wichtig ist denn der Input, ist der noch notwendig, könnten wir den irgendwo anders machen. Mhm. Also das, was ich per Hand vor 10 Jahren gemacht habe, könnten wir eigentlich mit KI wunderbar darstellen. Ja. Was für ein Ding ist das? Cyborg. Mach du erst. Okay. Ja, ich ergänze es in der Richtung. Erinnert mich an eine holokratische Betrachtung, wo du im Prinzip die Wertschöpfung von jeder Zelle dann ausweisen kannst. Und ich sehe schon, auch wenn ich nicht wüsste, wie, aber da kann so eine KI schon was tun. Und als Kommentar zu dem letzten Punkt, da fällt mir sofort ein, nee, never ever, mach Dinge einfacher, die sowieso keinen Sinn haben. Automatisiere Kram, die keiner braucht. Ganz türkischer Ansatz. Okay. Also, wir kommen so ein bisschen aus der ähnlichen Historie. Ein schlechter Prozess zu automatisieren oder mit KI zu überlegen, drüber zu legen, ist immer noch ein schlechter Prozess. Ne? Aber was ich sagen wollte, also es gibt Toyota Lean Management ein Werkzeug, das nennt sich SIPOC, Supplier Input Process Output Customer. Das ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, um Transparenz herzustellen. Was mache ich denn? Wer ist mein Kunde? Und was gebe ich dem in die Hand? Auf der einen Seite. Oder was brauche ich, um meine Arbeit zu machen? Und in großen Organisationen ist es ja auch sehr häufig notwendig, Dinge zu definieren, weil das aus irgendwelchen Normen vorgeschrieben ist. Wenn also diese Informationen sowieso schon da sind, dann kann ich doch unter Umständen eine KI drüber laufen lassen und mal analysieren, wo sind die Dead Ends oder wo habe ich Duplizierung oder Parallelarbeit oder. Das war jetzt so ein bisschen noch eine Ergänzung zu dem, was Harald gesagt hat. Haben wir eigentlich im virtuellen Raum jemand, der... Okay. Ja, man könnte also diese ganzen Sachen eventuell über Interviews machen, die man macht. Also anstatt da zu den Leuten hinzugehen, kann man ja die Interviews aufzeichnen lassen, transkribieren durch eine KI, auswerten lassen durch eine KI. Also es waren die Sessions, die wir vorher gehabt haben und Stück für Stück so noch unterstützen. Mhm. Bin ich da? Wenn ich da ganz kurz, also ja, klingt total sinnvoll und ist mit Sicherheit mega effizient, aber aus der persönlichen Erfahrung, es gab kaum irgendwas, was die Leute als wertschätzender erlebt haben, als dass sich jemand zu ihnen hingesetzt hat. Richtig, die KI interessiert es nicht, aber die Mitarbeiter, die da drin sitzen und diese Wertschöpfung betreiben, wenn da jemand da ist und ihnen ernsthaft zuhört, was machst du, was brauchst du und was kommt raus dabei? Die dann wissen, dass das nicht eine Kontrolle von oben ist, sondern ein Versuch, Dinge zu verbessern, für die Leute zu verbessern. Also das hat unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. Daher würde ich sagen, ja, die KI kann mir dann, nachdem ich persönlich das Gespräch gehabt habe, helfen, das zu konsolidieren. Da bin ich dabei. Aber das Gespräch führen, ja, also das ist, da wäre ich ganz vorsichtig, wo ich die KI ein.
Doppelte Agenda. Teilhabe menschliche an der Prozessaufnahme und zugleich, wir haben eben über Akzeptanz von KI im Unternehmen gesprochen. Wenn ich dann im nächsten Schritt abbilden kann, was KI damit machen kann, dass KI uns unterstützen kann, diesen Prozess wertvoller im Sinne einer tollen 7 Regeln zu machen, finde ich, dass man da 2 Fliegen mit einer Klappe in Ansatz bringen kann, wäre mein Verständnis. Also, was ist in dem Zusammenhang ja auch sehr, sehr stark zu berücksichtigen ist, ich glaube, du hast es vorhin erwähnt, viele haben ja auch erstmal Angst. Wenn die jetzt sich öffnen und Transparenz herstellen, habe ich morgen noch einen Job. Ne? Und wenn wir jetzt aber, um auf Harald zu kommen, die Wertschätzung gegenüber zu sagen, der erste Schritt ist Transparenz und der zweite Schritt ist zu verstehen, wo tut es dir denn weh? Wo sagst du, ich kann meinen Job nicht ordentlich machen? Und wenn man da ansetzt, dann kann man im Nachgang, sage ich mal, erklären, okay, was macht die KI? Also auch wieder Transparenz. Was passiert mit deinen Informationen? Wie wird das verarbeitet? Und im Nachgang natürlich auch die Veränderung, die man jetzt ausprobiert, immer in der Interaktion weiter zu kommunizieren und die Wertschätzung dem Interviewpartner zu geben. Du hast eine Transparenz, um zu verstehen, was mit deinen Informationen passiert. Wenn ich das nur absauge und dann mich 6 Monate nicht melde, dann war das das erste und letzte Mal, dass der ein Interview gegeben hat. Ne? Also diese. Ja. Wir sind eigentlich schon über die Zeit, ne? Oder? Ach so, stimmt. Ah, cool. Okay. Gott sei Dank. Ich dachte. Ich habe ein Geschenk bekommen. Zeit als Geschenk. Wahnsinn. Okay. Sinnhaftigkeit. Erster Zettel. Also, die Idee, kann man wiederholte Tätigkeit über KI automatisieren? Zweiter Zettel, Analyse aller Kalender und der Meeting-Aufzeichnungen auf Sinnhaftigkeit und Wertschöpfung. Okay. Es ist nicht gefragt nach. Was ich flasche? Ich kann einen Bogen werfen. Ich habe diesen Zettel geschrieben. Ich träume jetzt halt einfach von der KI, die kann alle E-Mails von allen Menschen im Konzern und mit Lieferanten und so weiter analysieren und findet raus, wo wir überall Bullshit-E-Mails rausschicken, ne? Was einfach keinen Sinn hat, keinen Zweck hat und so weiter. Das sind Massendaten und das muss nicht realistisch sein. Noch nicht? Weiß ich nicht. Also. Ich krieg die Vollkrise. anstatt, ich möchte gern enabled werden, motiviert, inspiriert werden, dafür zu sorgen. Und bei dir höre ich jetzt, du möchtest überwachen, ob meine E-Mail sinnvoll ist oder nicht. Vergiss es, ich mag dich nicht mehr. da kurz als Zwischengeschichte. Logik ist ja tatsächlich noch so der Schwachpunkt der KI anscheinend. Also da haben sie vor einer Woche haben sie eine Aufgabe gestellt. Helga ist die Schwester von Thomas. Thomas hat 5 Schwestern. Wie viele Schwestern hat Thomas? Also irgend sowas. Das war eine einfache Aufgabe, aber da haben, glaube ich, fast alle versagt irgendwie. Deswegen, wie kann eine KI irgendwann beurteilen, was sinnvoll ist? Das ist für mich die große Frage. Hi. Hallo Sabine. Hi. Also von mir kam der erste Zettel mit dabei dran, wirklich zu sagen, hey, persönlich mit den Leuten schwätzen und sagen, hey, was findet ihr denn wiederholende Tätigkeit, wo euch annerven? Die natürlich teilweise auch nicht sinnhaftig sind, weil alles, was wiederholt ist oder sich 3-mal wiederholen muss, überlege ich mir als Mensch, nee, das ist nicht Sinnhaftigkeit, könnte ich irgendwie anders machen mit dabei, mit dran. Ich habe ein aktuelles Beispiel bei uns im Geschäft. Wir haben einen Schurfix, den haben wir gekürzt nur noch auf 3 Personen. Die 3 Personen verteilen das aber auf 8 Schurfixe drumherum. Es wäre sinnvoller gewesen, den einen zu lassen mit 8 Personen eine Stunde, anstatt zu duplizieren, einmal eine Stunde plus nochmal 8-mal eine Stunde. Es wäre Sinnhaftigkeit, wenn tatsächlich die KI über den einen Schurfix drüber wäre, könnten die anderen 8 sich nur noch das Ergebnis rausholen, was sie brauchen würden. Und das wäre dann wiederum sinnhaftig mit dabei mit dran. Tatsächlich fragen eben Leute, hey,
wer sieht denn was ein mit dabei mit dran? Tatsächlich dann von oben. Wenn ich mit den Leuten persönlich schwätze, fällt mir auf, was ist denn wiederholt. Dein Beispiel hat ganz gut gezeigt, dass wir hier sprechen zwischen Sinnhaftigkeit versus Effizienz. Klar. Oder Fokus. Das ist für mich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Sichtweisen, gerade wenn wir über individuelle Sinnhaftigkeit sprechen. Versus, ja, für den einen ist es sinnhaftig und von anderen sagt er dann, nee, das ist... Ja, und sinnhaft, es kann doch sein, dass jemand sagt, meine Aufgabe, dass ich das Blech von links nach rechts schiebe, ist für mich völlig sinnhaft. Ja. Weil ich und das mit 10 Jahren mache, ist sinnhaft. Der Unternehmer sagt, das ist nicht effizient oder effektiv, wie wir es auch mal sehen, weil er könnte es auch von rechts nach links schieben oder von links nach rechts. Ja. Also diese Betrachtung, glaube ich, ist grundlegend zu sehen, was ist sinnhaft und was ist effizient oder zur Effizienzsteigerung. Dein Thema mit den E-Mails. Wie schaffe ich die? Da sind vielleicht sinnhaftige E-Mails drin, weil da ein CC drin ist, der politisch total sinnhaft ist, aber von der Effizienz oder vom Gehalt absolut unnütz. Wäre jetzt mal so meine Frage in die Runde. Für den einen wäre es vielleicht sinnhaftig und der andere sagt, es ist nicht effizient. Naja, also ich bin ja ein Freund, Sachen gerne komplexer zu machen. Wir haben, glaube ich, ganz schnell und vor allen Dingen in den Chefetagen ein Okay dafür, wenn wir wiederkehrende Arbeiten reduzieren wollen. Wir haben vorher gesprochen, was ist eine sicherheitsgebende, stabilisierende Maßnahme? Rituale. Was ist ein Ritual? Eine wiederkehrende Tätigkeit. Was ist Kaffee holen? Eine völlig sinnlose wiederkehrende Tätigkeit. Das reicht doch, wenn der Kaffee mit dem Strohhalm zum Mund geführt wird. Jetzt ganz bös gesagt. So, aber der Weg in der Früh zur Kaffeemaschine oder was weiß ich was, da jemanden treffen, mit dem irgendein positives Gespräch oder auch nur die Energie gefühlt zu haben und wieder zurückzugehen zum Arbeitsplatz, ist mega ineffizient und völlig unproduktiv. Aber das macht den Unterschied für den ganzen Tag aus. Und die Frage ist, kann eine KI sowas in Form von Sinnhaftigkeit entscheiden oder wollen wir unter der Überschrift, wir wollen eigentlich wiederkehrende Tätigkeiten, die nicht effizient / produktiv sind, wirklich alle weghaben? Oder was sind denn die Entscheidungskriterien, ab wann wir sagen, das ist nicht sinnvoll, das ist nicht, aber es ist gesellschaftlich, es ist emotional, es ist kulturbildend oder was auch immer notwendig? Also ich habe keine Antwort, aber um bei dem Beispiel zu bleiben, du hast jetzt Folgendes formuliert, der Gang zur Kaffeemaschine ist nicht produktiv. Das ist die Frage der Referenz. Weil wenn ich nämlich jetzt sage, die Information, die ich durch Zufall dort jetzt bekommen habe, die erspart mir nachher 2 Stunden Arbeit, dann kann ich sagen, war produktiv. Und jetzt wollte ich nochmal eine Idee einbringen, und zwar, wenn man diesen Würfel benutzt, den benutze ich auch gerne in Trainings, und wir sitzen uns gegenüber, ja, und ich frage dann, okay, beschreib doch mal deinem Chef, wenn du nachher rausgehst, was da ist, dann sagt er, ich sehe da einen Würfel aus Schaumstoff, orange, zufällig noch. Ich sage auch, ich sehe einen Würfel. Wir reden also beide über das gleiche Ding. Aber er sieht eine 1, ich sehe eine 6. Und ich glaube, wir sind uns auch relativ einig über das Thema, über die Fragestellung, Sinnhaftigkeit, Fokus und so weiter, dass wir über den gleichen Würfel reden. Aber jeder hat, abhängig von der Absprungbasis, die Information war sehr hilfreich. Oder nee, ich habe keine gekriegt, also bin ich umsonst zur Kaffeemaschine gelaufen. Wir reden immer über den gleichen Würfel. Aber man muss immer die Situation, den Kontext mit betrachten, ob ich sage, produktiv, ist es effizient oder auch nicht. Und damit wäre mein Vorschlag, ob wir vielleicht noch zum nächsten Thema gucken. Ja, wahrscheinlich, ich wollte was zu repetitiven Tätigkeiten tatsächlich sagen. Also wenn jemand so ein Leben lang repetitiv arbeitet, kennen wir auch aus der Industrieforschung, dann haben die sich irgendwann damit abgefunden, eher resigniert. Da würde ich dann auch sagen, ist nicht das Zukunftsmodell. Andererseits ist eben Wiederholung, also es ist wahnsinnig stressig, eine Arbeit zu haben, die keinerlei Routineanteile hat. Und mit dem Verschieben weg von der körperlichen Arbeit zur geistigen sind wir, wenn wir zum Beispiel Software entwickeln, sehr nah dran, dass ein Problem auf das nächste folgt, also nur noch Problem lösen, so. Und da müsste dann die Entlohnung echt anders aussehen, weil also das werden wir nicht lange durchhalten. Bei einem positiven Blick, Harald, von dir auch auf die menschliche Entwicklungsfähigkeit, das haben wir nicht, also das Pausenmachen schon, wir jetzt mit der Achtsamkeit, allein schon das Pausenmachen, das in der physischen Arbeit, arbeitswissenschaftlich völlig gesichert, völlig klar, jedenfalls Pausen, die Leistungsfähigkeit erhöhen durch diese permanente Informationsarbeit ohne Unterbrechung, ohne Routine.
das würde uns nicht gesund halten, glaube ich. Also da würde ich tatsächlich mal auch für die Routine plädieren und sagen, da schaffe ich mal was mit Routine weg. Ist nicht nur schlecht. Aber das, was du jetzt gerade sagst, auch für Geistesarbeiter, ich meine, ich komme aus der Ergonomie-Ausbildung, das ist nicht nur systemimmanent für körperliche Arbeit, sondern die Fragestellung, was ist ergonomisch für Geistesarbeiter? Pausen, Themenwechsel, Erholungszeiten, Bewegung, das ist Basics. Ja? Also eigentlich dürfte man da nicht so intensiv drüber diskutieren. Die Frage ist, warum funktioniert das in unseren Organisationen nicht? Warum wird das körperliche Arbeit gemacht und bei geistiger Arbeit nicht? Ja, und aber diese Wiederholung, die kann ja trotzdem eine Wertschöpfung beinhalten. Das ist ja genau der Punkt. Deshalb, also ich finde den Punkt, läuft es komplett ins Leere, den du vorhin hattest, den finde ich viel relevanter. Als ich meine neue Stelle übernommen habe, habe ich genau die Sachen gefragt, okay, wer braucht es, wozu? Braucht eigentlich gar niemand. Ah, cool, dann kann ich es ja lassen. Und habe die Sachen stumpf sein lassen. Und das hat keiner gemerkt. Ich habe habe ich meinem Vorstand gesagt, ach übrigens, ist euch eigentlich aufgefallen, dass ihr das und das nicht mehr von mir kriegt? Stimmt ja. Okay. Jetzt muss ich sagen. Ja, genau. Also bloß um das kurz zu ergänzen, wirklich zu sehen, dass es für alles, was ich heute gehört habe jetzt hier, gibt es gefühlt immer auch das genaue Gegenteil. Weil das, was du gerade, kann ich sofort vollziehen. Und ich war bei wirklich mehreren Leuten gesessen, die seit 20 Jahren in der Firma sind und denen klar geworden ist, dass ihr Arbeitsprodukt der letzten 5 Jahre ins Leere läuft. Du glaubst nicht, was das mit jemandem macht. Das ist nicht so, oh, endlich darf ich es nicht mehr machen, sondern das ist, hey, der nimmt mir meinen Lebenssinn hier weg. Meine Daseinsberechtigung. Ja, also das ist ein richtig emotionales Thema, wenn du jemandem sagst, das, was du machst, ist für die Tonne. Ja, happy vibes in the room. Harald. Also, bevor wir jetzt hier alle auseinanderstürmen und Schluss machen, möchte ich mich jetzt noch wirklich nochmal ganz doll bedanken, weil du Dinge zusammenfasst, die wir seit Jahren, fast Jahrzehnten versuchen, in einer sehr konservativen Automobilzulieferindustrie mit anderen Vokabeln zu benennen und benamen. Und es zeigt mir, dass inhaltlich wir gar nicht so weit auseinander sind, nur es anders benennen. Und für mich stellt sich da immer wieder raus, dass grundsätzlich bei uns sind es letztendlich Menschen, bei dir sind es auch Menschen. Und die Grundlagenpsychologie des Zusammenarbeiten, Lebens, Wertschätzen, Kommunizieren sind alle somehow in der menschlichen Psychologie hinterlegt. Ja? Und vielleicht, wenn wir alle da ein bisschen mehr Grundverständnis haben und dann in unsere eigenen Sprachen übersetzen, dann tun wir uns alle einen großen Gefallen und machen uns das Leben vielleicht ein bisschen leichter. Ja, also vielen Dank für eure ganzen Diskussionen und eure Energie. Es war total super, also für mich persönlich. Ich hoffe, es war für euch auch so gut. Super! Und das Miro-Board ist ja offen. Ihr könnt da drauf, wenn ihr euch der Bewegung anschließen wollt. Wir sind auf LinkedIn, es gibt eine Homepage. Die Spielregeln sind drauf. Würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag.